Thriller Night. Ich muss sagen, ich kann den ganzen Text überhaupt nicht. Ich glaube nur Thriller. Ich glaube nicht mal, dass Michael Jackson den ganzen Text vernünftig konnte. Außer und den Schritt in den Schritt. Der Schritt in den Schritt. Der Griff in den Schritt. Der Schritt in den Griff. Okay, nach dem Intro sprechen wir übrigens über Michael Jacksons Thriller und erklären euch, warum man mit dem zweiten besser sieht. Wir sind's wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung. Der Peter. Und der Manu. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es reißt einen wirklich mit. Willst du mal den? Du unbarmherziger Samariter. Und damit moin und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier auf dem Filmfressen-Kanal. Das heißt Review, bitte. Ja. Die oder das Review? Review. Oder der Review. Ja. Ich weiß nicht. Genau. Ist egal. Ja. Richtig. Filmbesprechung, kann man sagen. Heute eine Filmbesprechung wieder mal über, geht es sich um einen... Cruel Picture. Klassiker des Familienfilms. Wir haben hier einen Film... Die Erwartungen steigen hier. Für die ganze Familie nicht. Es wartet auch keiner von uns. Wobei, Beverly Hills Cop wäre es ja quasi schon irgendwo gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Und hier geht es sich jetzt um Thriller, A Cruel Picture, ja. Ein sleazyger Euro-Exploitation-Klassiker. Sexploitation, bitte. Auch das. S in Klammern, aber okay. Richtig. Ein bisschen rapey, es ist so ein bisschen Rape and Revenge. Es ist, ja, ein bisschen ist gut. Ja, es ist sehr viel Martyrium, 50% und 50% Rache. Ja, der Film ist mehr Matrix, als Matrix jemals sein könnte. Nein, aber der ist mehr Matrix als... Nee, jetzt weiß ich nicht, wie ich das genau formulieren soll. Aber der ist sehr Matrix-mäßig. Also, wieso das denn? Zeitlupen? Also, ach, deswegen. Und also, ja, das geile Outfit von ihr? Ja, okay. Das ist doch mal hier nicht Neo, sondern... Trinity. Destiny, genau. Ja, Trinity. Oder auch natürlich Daryl Hannah aus Kill Bill. Ja, natürlich, gut, klar. Aber das ist ja sehr offensichtlich, das wurde ja auch so gesagt. Ja. Ja, klar, Tarantino hält ja mit sowas nicht hinterm Berg. Und genau. Wir sprechen über Thriller, A Cruel Picture oder auch They Call Her One Eye oder auch The Swedish Vice Girl oder so oder Hooker's Revenge, irgendwie sowas. Er hat zigtausend Titel. Ja. Vor ein paar Jahren ist der mir schon, also das ist so ein Film, der natürlich so die ganzen Filmfreaks und diese ganze Film-Horror-Weirdo-Bubble kennt. Ja. Ich habe den bis dato noch nicht gesehen. Was, wir kennen den beide nicht? Dann gehören wir ja gar nicht zu der Szene. Jetzt schon, wir haben es endlich nachgeholt. Zum Glück, denn Vinegar Syndrome hat den in einer sehr hübschen Edition aufgelegt. In einer sehr hochwertigen und aufwendigen. Ja, in der beide Schnittfassungen drin sind. Hm. Denn Thriller, A Cruel Picture, hat ein paar Triple-X-Szenen drin. Ein paar ist gut. Ja, und der They Call Her One Eye ist die amerikanische Variante, die ein bisschen entschärft ist. 510 Meter. Und an Filmrolle. Genau. Okay. Und in Deutschland waren es 700, Entschuldigung. Ja, es gab eine Variante von Synapse-Films oder so, von einem Label, genau. Die immer als Uncut galt. Stimmt nicht. Vinegar Syndrome hat das widerlegt und hat nochmal, ich glaube, knapp eine Minute an Material hinzugesteuert. Vor ein paar Jahren habe ich den schon mal ins Visier genommen, mit einem Auge sozusagen. Wollte mir den holen, aber vergriffen, beziehungsweise die DVD schon für 40, 50 Euro. Das war mir dann zu viel. Ich habe nie einen Schnapper machen können. Und dann kam die Ankündigung, Vinegar Syndrome legt den auf. Hast du aber immer noch keinen Schnapper gemacht, ne? Nee, günstig ist das nicht, aber ich bin zufrieden, dass ich mir diesen Film geholt habe. Aber Peter, worum geht es denn überhaupt? Es geht um Madeleine. Also erstmal Frigga. Oder Frigga, ja. Genau. Das ist ein junges Mädchen. Wir sehen, dass sie auf dem Land aufwächst, mehr oder weniger. Und direkt die erste Erfahrung ist eine sehr negative mit ihrem Onkel, meine ich, ist das, der sie sexuell belästigt auf jeden Fall. Nicht nur das, ne? Ich glaube auch sogar penetriert. Man sieht es nicht. Zum Glück sieht man das nicht. Genau. Ja. Auf jeden Fall, ne? Trauma ist da nicht, Traumata ist da vorprogrammiert. Sie schweigt auch fortan. Es hat allerdings auch noch andere Gründe, beziehungsweise war auch eine gute Wahl für die Geschichte, wenn man die Schauspielerin bedenkt. Und dann wird sie eines Tages auf dem Weg zur Schule, glaube ich,
Also, nee, die will in die Stadt, glaube ich. Oder, ja, oder so. Wird sie auf jeden Fall, ja, nicht direkt entführt, aber wird halt von einem schwierigen Typen mitgenommen, der sie mit in die Stadt nehmen möchte. Einem kessenhippen jungen Mann. Genau, Toni, meine ich. Ja, der Supersympath. Total. Ja, sie steigt ins Auto ein und landet in der Prostitution. So einfach geht das. Ne? Man steigt ins Auto, es ist so wie bei Alice im Wunderland. Zack, ist man in einer anderen Welt. Nee, natürlich nicht der Typ, der... Macht sie heroinabhängig. Das ist das nämlich. Ne? Das ist eine bewährte, leider bekannte Methode, wie man das halt macht und lässt sie dann für sich anschaffen. Genau. Und wir sehen das sehr ausführlich. Ja. Das ist das Bemerkenswerte an dem Film, dass wir ihr Martyrium wirklich sehr lange erleben und ausführlich. Ja. Gerade in der ungeschnittenen Variante, in der schwedischen, das ist ein schwedischer Film von Regisseur Bo Arne Wibenius. Genau, 1973 haben wir schon gesagt. Aus dem Jahr 1973. Und der hier die Christina Lindberg ins Rennen schickt in der Hauptrolle. Die war damals so ein Covergirl und so die bekannteste Darstellerin hier. Der Gegenspieler ist nochmal... Herr Topf. Heinz Topf. Heinz Topf. Heinz Topf. Auch ein bekannter Theater- und TV-Darsteller. Ja. Auch. Hat immer den Bösen gespielt und hier macht er das auch. Sehr gut. Sehr ausführlich und sehr gut. Wir sehen, dass sie jetzt nicht nur, sie wird heroinabhängig gemacht, sie wird zur Prostitution gezwungen. Da trifft sie auf allerlei verschiedene Leute. Hm. Also von normaler Penetration, die wir hier in der ungeschnittenen Variante auch sehen, über einen Typ, der sie gerne fotografiert, auszieht und fotografiert, bis hin zu einer Frau, die sie gerne verprügelt. Genau. Ja. Und das geht dann so die Hälfte des Films ungefähr. Ne? Und dann dreht sie den Spieß um. Und dann sagt sie irgendwann so, halt, stopp! Halt, stopp! Jetzt bin ich dran. Und lerne Karate. Ja. Mit Schusswaffen umgehen. Mhm. Und Autofahren. Richtig. Also quasi alle Skills, die sie braucht, um Rache an ihren Peinigern zu nehmen. Und das tut sie dann auch sehr ausführlich. Ja, genau so. 50%. Genau. Das ist das Bemerkenswerte an dem Film. Wie gesagt, Exploitation-Klassiker. Also die Themen haben wir natürlich gesagt, deswegen Exploitation, wegen des Geschlechtsaktes eben auch Sexploitation. Aber nur fürs Protokoll, wir sind ja unter uns, ne? Aber fürs Protokoll möchte ich mal sagen, ich wedel mir jetzt keinen auf diese Rapey-Scenes. Ne? Also das ist, es macht mich nicht an. Ich bin eher Fan dieser Rache. Ach so, okay. Ne? Sequenzen. Ja, ich dachte, wohin geht das jetzt? Welche Richtung geht aber, das? Genau, ja, möchtest du es härter haben? Nein. Das ist so, dass die Rache ist hier natürlich dadurch, dass wir das Martyrium sehr, sehr lange mitbekommen, freut man sich halt noch mehr drauf. Das ist halt, und die Rache ist halt auch sehr schön ausführlich. Wird hier zelebriert. Und gerechtfertigt. Das sowieso. Bei solchen Sachen sowieso immer. Da freut man sich über Selbstjustiz. Ach, tut man das? In diesem Film auf jeden Fall. Okay. Ja. Christine Lindberg, eine gute Wahl. Ja. Optisch. Auf jeden Fall. Schauspielerisch, da sie nicht viel sprechen muss, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ja, war auch der Grund. Genau. Weil sie nicht so gut Dialoge vortragen kann oder Monologe. Das musste dann der Heinz machen. Ja, hat man sie jetzt stumm gemacht, passt aber auch zur Figur. Total, denn es passt vor allem zu ihrer Geschichte. Ja, und sie wird dadurch noch cooler, denn gegen Ende, das sehen wir hier bei. Auf einigen Cover-Varianten sehen wir dieses unfassbar coole Outfit. Das ist so, dass sie, also sie hat keine Stimme mehr. Das haben wir ja schon gesagt. Dann verliert sie auch noch ihr Auge. Also sie verliert das nicht einfach. Ne? So, das wird ihr genommen. Mit einem Skalpell. Ja, in einer unfassbar krassen Szene. Das ist tatsächlich auch die Szene, an die ich mich am liebsten und am ungernsten zurückerinnere, weil die sehr realistisch rüberkommt. Ja. Und es heißt allgemein hin, und das ist auch einer der Gründe, warum der Film so verrucht ist, beziehungsweise so provokativ war und warum er dann letztlich dann auch gebannt wurde. Man hat da angeblich, oder der Regisseur hat angeblich einen Leichnam genommen und sozusagen an einem realen Auge das vollzogen. Und ich muss sagen, ich glaube das tatsächlich, weil das wirklich echt aussieht. Das sieht aus wie Snuff. Ja, ich wusste das am Anfang auch nicht. Mhm. Und dann kommt diese Szene und ich denke so, okay, bin mal gespannt, wie sie das da machen, wie sie das lösen, weil wir kennen natürlich den andalusischen Hund. Mhm. Da hat man, glaube ich, ein Schweineauge genommen oder auf jeden Fall irgendein Tierauge. Dann kennen wir natürlich Lucio Fulcis New York Ripper. Und da ist es ja sehr offensichtlich halt eine Puppe oder also auf jeden Fall Make-up. Und sind Special Effects auf jeden Fall. Und hier ist es einfach ohne Schnitt? Nein.
Also ohne Kameraschnitt, einfach wie wir sehen, dass dieses Skalpell in dieses Auge reingeht und es sieht so echt aus. Ich habe gedacht, wie haben die das denn 1973 bitte gemacht? Richtig. Und Christina Lindberg sagt es in einem Interview, was auf einer Dokumentation hier drauf ist, es wurde ihr aus einer gut unterrichteten Quelle zugetragen. Und ich bin der Meinung, also ja, das kann ich mir auch vorstellen. Es klingt sehr plausibel und das, ja, das Bildmaterial, das, was wir sehen, spricht sehr eindeutig dafür. Ja. Dann haben wir Sprache weg, Sehkraft zu 50% weg, dann haben wir Piraten-Outfit dann damit auch, ne? Augenklappen. Genau, gepeinigt, sexuell verhunzt, missbraucht, drogenabhängig gemacht und dann kommt sie halt in ihrem ultra coolen Mantel, abgesägte Schrotflinte mit Augenklappe und es sieht einfach so cool aus. Das ist diese Ästhetik des Films. Ne? Ich meine, Exploitation ist immer, soll man sagen, grisselig, es ist immer dreckig, es ist, und das ist ja dieser Stil, den wir auch dann mögen an diesen Exploitation-Filmen, sei es jetzt Texas Chainsaw Massacre oder was auch immer. Typisch 70er Jahre, ne? Man hat sowieso ein grobes Korn. Hier wurde, glaube ich, auf, was war das denn nochmal, 16 mm oder so gedreht. Genau. Ja. Ja. Und dazu eben so Guerilla-mäßig, das heißt, sie haben, der Bo Arne wie Benios hat sich jetzt nicht gerade Drehgenehmigungen überall geholt, sondern einfach irgendwo gedreht, mitten auf der Straße, egal. Das hat natürlich bei der Geschichte bei ihr als Racheengel in der Kluft mit Waffe unterwegs halt auch für die eine oder andere lustige Szene gesorgt, weil die Leute natürlich dachten, dass das real ist. Ja, und ich mag diesen Stil so ein bisschen Guerilla-mäßig. Mhm. Das merkt man, gibt ihm so, verleiht noch so eine Authentizität, die ja nicht immer so artifiziell zu erreichen ist. Ja. Und dann ist es ganz besonders, also sie ballert dann halt rum, sodass es erstmal jetzt nichts so Besonderes. Aber Das machen sie in Anführungsstrichen in Zeitlupe, weil sie mit Hochgeschwindigkeitskameras arbeiten. Ja. Normalerweise hast du ja 24 oder 25 Bilder die Sekunde. Ja. Hier hast du 3000. Ich glaube über 3000 sogar. Genau. Ja. Und dadurch wirkt das aufgenommene Bild halt wie Zeitlupe und das ist super Zeitlupe. Genau, super Zeitlupe, würde man sogar sagen. Genau. Und dadurch hat das auch nochmal eine ganz andere Dynamik. Was ich halt lustig fand, weil sie extra Stuntmänner dafür organisiert haben, die sich dann im Nachhinein auch so ein bisschen darüber beschwert haben, dass sie gar nicht so richtig stunten durften, beziehungsweise, dass das nicht so ganz zur Geltung kam, komplett, weil es halt alles in Zeitlupe gedreht wurde. Finde ich zu vernachlässigen, weil es sieht sehr, sehr cool aus, vor allem wenn Leute dann so nach hinten wegfliegen und dann Blut aus dem Mund, das und das sieht dann wie sehr so eine cool aus. Fontäne, es ist wirklich, gibt dem Ganzen so eine gewisse Ästhetik und macht diesen Film halt nochmal besonders. Wenn ihr jetzt einfach nur rumgeht und ballert die Leute ab, da gibt es zigtausend Filme, die das so machen. Ja. Man sieht immer, wenn die Superkamera, die Hochgeschwindigkeitskamera für die Superzeitlupe sorgt, sieht man das, weil das Bildmaterial halt anders aussieht. Ja. Das sind andere Farben, ne? Das ist so von der Ausleuchtung aus ein bisschen anders. Aber ganz ehrlich, vollkommen Wumpe. Und auch die Einschüsse, ne, die Shootouts, die Bloodscripts und so, das auch in Zeitlupe, wie das der Film dann zelebriert. Mhm. Ja, das macht schon besonders. Ja, besonders gewaltverherrlichend. Ja, aber da sind wir an einem Punkt des Films, an dem wir sagen können, dass diese Gewalt dann sehr befreiend wirkt. Nicht nur für sie. Auch für uns? Auch für uns, also so habe ich gefühlt zumindest. Ja, okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Part, wo wir uns mal ein bisschen streiten können. Weil die Sache ist nämlich, ich habe das ein oder andere Problem in diesem Film. Okay, das ist ja nicht schlimm. Bitte? Das ist ja nicht schlimm. Nee, überhaupt nicht. Also ich halte den Film nicht für gewaltverherrlichend. Ganz und gar nicht. Mhm. Die Heroinsucht, die sehen wir bei ihr nicht. Keinerlei Auswirkungen auf ihre Physis, auf ihr Bewusstsein. Komplett gar nicht. Also Heroin wird nur einmal kurz erwähnt und danach hat es wirklich null Bedeutung. Ja, aber ihr Typ, Macker, Pimp, Zuhälter, der sagt ja, erklärt uns ja, dass sie das braucht. Natürlich, klar. Zwei Stück am Tag. Ja. Und das ist einfach nur, damit wir dann wissen, okay, sie ist halt jetzt da abhängig, auch abhängig von ihm. Natürlich, aber es spielt halt so ein bisschen herunter, was Heroinabhängigkeit mit außen Menschen macht. Dafür ist sie halt noch relativ fit unterwegs, ne? Sehr fit. Das stimmt, ja. Ja. So. Aber gut, wie willst du das machen? Willst du die jetzt so als Junkie da rumlaufen lassen und dann irgendwie so? Ja, halt nicht so übertrieben, aber ich finde, das kann man schon so ein bisschen vorwerfen, weil er das Thema halt mit reinbringt. So, und sie hat würde auch ich zu, würde ich also sie auch hat zugunsten der Ästhetik und des
Spaßfaktor der Action würde ich dann auf den Realismus in der Hinsicht verzichten. Okay, daran stoße ich mich auch gar nicht. Ich finde das auch sehr ästhetisch, was hier gezeigt wird. Und auch cool. Das mit den super Zeitlupen, das gefällt mir auch sehr gut. Und auch alles drumherum. Aber so ein paar Kleinigkeiten. Auch, dass sie relativ frei eigentlich agieren kann. Also ich habe relativ häufig nicht das Gefühl, dass sie in einer Art Gefangenschaft lebt. Also ich meine, sie wird ja abhängig gemacht durch das Heroin, aber diese Stunden Waffenkunde, nicht Waffenkunde, aber lernen mit der Waffe umzugehen, Autofahren und Karate. Das macht sie in der Freizeit. Das ist ja nicht so, dass sie den ganzen Tag in diesem Zimmer da verbringt und da angekettet ist. Ja, aber trotzdem, auch alleine durch den, aber er macht sie ja abhängig vom Heroin, damit sie wieder zu ihm zurückkommen natürlich, muss. Natürlich, klar. Ja? Natürlich darf die auch am Tag ein bisschen rumlaufen und so und draußen verbringen. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie es 73 war, aber ich meine, es gibt ja auch Mittel und Wege und die werden ja tatsächlich auch von einer, weiß nicht, ob das von einer Kollegin, glaube ich, ihr offenbart, dass es hier mit der Klinik, dass sie auch vorhatte, in diese Klinik zu gehen, also die Kollegin. Ist erstmal Geld sparen. Aber sie entscheidet sich für einen anderen Weg. Ne? Die Kollegin spart ja Geld, um in diese Klinik zu kommen. Das ist dann nochmal Rehabilitation, Reha zu kommen. Und sie geht den anderen Weg und sagt, ich gebe mein Geld für Karate-Stunden aus, ich gehe zu Cobra Kai und kaufe mir ein paar geile Waffen und lerne halt Rallye fahren. Ja. Ich fand Prioritäten sind unterschiedlich manchmal. Ja, ich meine, ansonsten hätten wir den Film auch nicht. Ne? Und ich finde auch, wenn Gewalt in irgendeiner Form gerechtfertigt ist, also nicht direkt gerechtfertigt ist, aber wo ich es nachvollziehen kann, dann ist es halt sowas. Ne, Gewalt gegenüber Kindern, Gewalt gegenüber Frauen, besonders was sexuelle Gewalt angeht. Ja. Da habe ich aber dann auch wieder so das kleine Problem, in Anführungsstrichen, ich finde den pornografischen Aspekt hier, den finde ich fehl am Platz. Weil der nicht genau das widerspiegelt, was der eigentlich möchte. Meinst du, der ist nicht ekelhaft genug eingefangen? Genau. Ja, also hatte ich ein bisschen... Nein, das hatte er überhaupt nicht. Nein, okay. Tatsächlich nicht. Wirklich nicht. Ich kann das verstehen. Also man kann gut und gerne wirklich ohne die echte Penetration klarkommen. Ich brauche das auch nicht. Für mich ist eine Vergewaltigung immer schlimm. Ja, genau. Ne? Auch wenn sie nur angedeutet ist. Auch wenn man es in Softcore sieht. Hier gehört es einfach dazu, weil es halt... Der Regisseur wollte es so. Ne? Ja. Und das haben natürlich Doubles gemacht. Ist ja vollkommen klar. Das haben die Schauspieler selbst gemacht. Ja, kann ich auch drauf verzichten, brauche ich in dem Sinne nicht, aber das macht den Film auch nochmal ein bisschen besonderer, weil der halt dann noch sleaziger ist. Macht ihn noch anrüchiger. Ich finde das natürlich nicht per se gut und ergötze mich daran, aber Film ist ja auch immer so eine Kiste, gibt uns die Möglichkeit, etwas zu sehen, was wir sonst im Leben nicht sehen. Ja, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Ne, ob es ein Schindlers Liste ist oder ob es ein Braindead ist. Das ist auch immer nochmal so ein möglicher Blick in eine vollkommen andere Welt, ob die Realität ist oder ob es Fantasy ist, wie bei Herr der Ringe und so weiter. Und hier macht es den Film dann zu einem ganz besonderen Film. Jetzt auch wertfrei gesehen. Ja. Ich persönlich kann da auch darauf verzichten. Ich glaube auch, dass die They Call Her One-Eye-Edition, dass man die sich dann auch ganz gut geben kann. Ja. Obwohl ich bin mir nicht ganz sicher, ob der in manchen Gewaltszenen vielleicht auch entschärft ist oder auch in den Softcore-Szenen. Ich fand es gut, mal die komplette Version des Regisseurs zu sehen. Ja, natürlich, sicher. Es ist immer die erste Wahl, die Vision des Regisseurs zu sehen. Ne? Es trägt natürlich auch dazu bei, dass man damit einen Mythos schafft, beziehungsweise er wurde ja in Schweden halt auch verboten, beziehungsweise es wurden ja auch Aufführungen untersagt, beziehungsweise er musste ja sehr, sehr viel mehr oder weniger schneiden. Und das bringt natürlich Publicity. Vollkommen klar. Ne? Und auch besonders in bestimmte Richtungen, sag ich mal. Das ist halt auch ein Kalkül, das dahinter steckt. Was ich jetzt nicht bewerten möchte, aber was für mich dann halt auch so, glaube ich, der Hauptgrund ist. Weil er sagt ja auch, als Motivation diesen Film zu machen, he wanted to make the most commercial movie ever done. Irgendwie sowas. Ever made. Ne? Und eigentlich schafft er eigentlich das Gegenteil. Ja, der ist schon sehr speziell und sehr nischig, der Film. Ne? Gerade aus heutiger Sicht. Ne? Das kannst du nicht einfach mal so, läuft nicht in den Multiplex-Kinos hier. Ne? Ist ja vollkommen klar. Ja, unwahrscheinlich. Aber der Bo Arne Wibenius, ne? Ich glaube, der war sowieso ein bisschen, oder ist komisch. Ich weiß gar nicht, lebt der noch? Das weiß ich auch gar nicht. Ja.
Aber der kam auch in der Doku nicht ganz so gut weg, ne? Er kam nicht gut weg und er kam auch nicht vor. Ja, stimmt. Also irgendwas ist da anscheinend. Ne? Also deswegen, weiß ich nicht. Kann ich nicht viel zu sagen, weil ich das nicht weiß, weil ich jetzt keine Aussagen von ihm wirklich kenne und er auch keine Möglichkeit hatte, sich zu äußern. Ich weiß nicht, aber scheint wohl als schwierig zu gelten. Ja. Quentin Tarantino gefällt das. Richtig. Auch ein schwieriger Typ, der sich natürlich hat inspirieren lassen, auch durch diesen Film. Genau. Was Rachegeschichten angeht, Kill Bill, aber natürlich dann auch die Figur von Daryl Hannah. Genau. Deutlich dran angelegt. Genau. Ja. Und er hat den ja auch häufig als so einer seiner Lieblingsfilme, um mich sogar die bezeichnet. Besten Grindhouse-Filme. Genau, ich glaube, unter seine beste Grindhouse-Liste oder was auch immer, hat er da den reingepackt. Hat natürlich auch ein bisschen dafür gesorgt, dass der noch mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat, wobei der ja in Cannes schon, also der wurde ja ursprünglich in Cannes auch das erste Mal aufgeführt. Kann sein. Und da wurde er ja auch schon so halb gefeiert, aber ich meine, die sind ja auch ein sehr spezielles Publikum. Ja, also insgesamt würde ich auch quasi sagen, war sehr cool, sag ich mal, den jetzt in High Quality zu kriegen, komplett uncut und dann noch in einer fantastischen Edition, die sehr viel zu bieten hat. Ja. 4K, Blu-ray, Dokumentation, unterschiedliche Schnittfassungen, geiles Artwork. Wechselcover. Stimmt, genau. Ein Bonus, der... Ich mag den sehr, sehr gerne und ich lobe das auch gerne, weil das eben ein Bonus ist, den man nicht wirklich bieten muss, aber ich freue mich jedes Mal drüber. Ja. Und das in einer sehr aufwendigen, hochwertigen Edition. Mhm. Sehr schick, auch was die Farbgebung angeht, finde ich das sehr cool. Abwechslungsreich durch die vielen Cover und halt auch sehr stabil, was mir gefällt. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell das tatsächlich über Vinegar Syndrome zu beziehen ist und wie heile das auch ankommt. Das liegt an dem Lieferdienst. FedEx. Ach, das darf man ja nicht nennen. wir sind nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wir können FedEx sagen. Ja. Wir können auch UPS sagen und alles mögliche andere. Aber FedEx liefert schon sehr schnell für Vinegar Syndrome. Und sehr zuverlässig. Ich empfehle auf jeden Fall diesen sleazigen Euro-Exploitation-Film. Also alle Fans und Kenner schmunzeln sowieso und Menschen, die sowas mögen, Rachefilme, in denen auch dann davor ein hartes Martyrium vorangeht in Form von Rapey-Scenes, die sehr ausführlich sind. Das ist der Film für euch. Ja, ich drücke mal ein Auge zu und empfehle den auch besonders, weil er halt so fantastisch in dieser Edition rausgekommen ist und weil er halt auch schon gewisserweise wegweisend war. Und euch empfehlen wir natürlich noch alle anderen Videos hier auf unserem Kanal und natürlich die Möglichkeit, uns bei Patreon zu unterstützen, Merch zu kaufen, wie hier so ein schönes T-Shirt. Peter hat auch ein schönes an. Wir haben noch Tassen. Boah, wir sind hier voll die Merch-Nerds. Ne? Ja. Poser hier. Also wir finden es gut, wir machen die Shirts natürlich auch für uns und die Tassen. Ja, klar. Aber wenn ihr auch Bock drauf habt, ne, wir freuen uns auch, wenn ihr auch ein paar bestellt, kriegen wir auch ein, zwei Mark dafür. Ja. Wir sind die Fünf Fressen. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir hier wieder einen Familienfilm vorstellen. Zumindest tauglich, ne? Familientauglich. Tschüss. Bis demnächst.